Kaum angekommen, darf ich direkt bei einem Gesundheitscheck zweier Geparde dabei sein. So Shiloh, Shiloh bekommt also das Butorphanol. Okay, das haben wir als erstes vorbereitet. Genau. Maike betäubt Shiloh und Wanda mit einem Betäubungsgewehr. Der Pfeil sitzt. Jetzt heißt es warten. One, two, three. Eins, zwei, drei. Damit Shiloh und Wanda nicht überhitzen, tragen wir sie in den Schatten. Shiloh und Wanda sind etwa eine Stunde sediert. Wir müssen also konzentriert und zügig arbeiten. Das Blut fließt schon, also alles bestens. Ja. Wie es gesundheitlich um Shiloh und Wanda steht, das seht ihr in der nächsten Folge.